Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video soll es einmal darum gehen, wie wir ganz einfach und easy TeamSpeak deinstallieren können. Werde ich euch heute Step für Step zeigen. Schauen wir uns ganz easy an. Bevor wir allerdings ins Video reinstarten, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich unfassbar über ein Like, Abo und Kommentar von eurer Seite freuen. Euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude und demnach, warum nicht? Würde mich riesig freuen. Genau, starten wir direkt ins Video rein. Und zwar, wie können wir den TeamSpeak 3 Client deinstallieren? Wir gehen dafür ganz einfach mal in die Systemsteuerung. Geben in die Windows-Suche Systemsteuerung ein. Dann sollte sich ein Fenster, das circa so aussieht, öffnen. Gehen auf Programme. Gehen auf Programme und Features. Und dann sollte sich hier eine Liste mit all unseren Programmen öffnen. In meinem Fall sind das jetzt hier 81 Programme. Können uns einmal reinklicken und dann auf T drücken. Und dann sollte sich das Ganze hier schon zu TeamSpeak springen. Haben jetzt hier TeamSpeak 3 Client, können dann auf Deinstallieren klicken. Können, also das wird bei euch nicht so sein, weil ich einfach bei mehreren Benutzern angemeldet bin. Fortsetzen. Dann auf Ja, habt ihr jetzt auch nicht gesehen. Jetzt seht ihr mich wieder, weil einfach mit Administrator Ja bestätigen. Und dann weiter drücken. Konfiguration könnt ihr auch löschen. Auf Deinstallieren klicken. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Wir haben gesehen, dass das Top-Menü ist auch schon weg und hier ist es auch weg. Jetzt können wir noch den ultimativen Check machen. TeamSpeak. Es ist jetzt nur noch die Exe, natürlich die Installationsdatei, aber es ist alles weg. Genau, mehr ist das gar nicht. Ich hoffe natürlich, dass ich euch weiterhelfen konnte. Wenn das so ist, zeigt es mir gerne mit einem Like, Kommentar, Abo. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, bitte unbedingt in die Kommentare schreiben. Dann schauen wir uns das Ganze gemeinsam an, finden sicher eine Lösung. Ansonsten war es das. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Pfiat euch. Und. Baba.